Okay, ich muss Fisco-Reinigungsmaschinen, dann kann ich meine Festung, das ist hier meine Festung quasi, verbessern. Okay. Hebel das Ding auf und hol dir das Putzmittel. Einfach kaputt schießen und das Putzmittel nehmen, okay? Ja, okay. Hier sollten irgendwo noch mehr Sunnybot-Einheiten sein. Finde sie, fress sie aus und hol dir das Putzmittel. Wo muss man das Putzmittel, ja? Ich sehe schon, da sind wir mit ein paar Popper am Start hier. Diese nervigen. So, von Kader zu Kader. Slide über Slide. So, da ist der nächste Sunnybot. Ah, ich muss im Gebiet nach dem Sunnybot suchen, okay. Machen wir das nochmal direkt. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ist ja nicht so ein großes Gebiet, eigentlich. Kann aber irgendwo oben sein. Ach, da ist er. Ja, keine Munition mehr. Zack, da haben wir das nächste. Das war ein Kinderspiel. Weiter geht's. Das heißt, wir können also auf Dauer unsere Festung ausrüsten. Das ist eigentlich schon eine coole Idee. Auch so ein bisschen Base Defense. Oh ja, ein bisschen höher hier. Ich frage mich, was diese Kiste da. Ach, da ist Klopapier, sehe ich gerade. Ich frage mich, wie ich das einsammeln. Einfach dran vorbei grinden. Ja, da habe ich es einfach eingesammelt. Und da zeigt mir die Map irgend so ein Kistchen. Vielleicht sind das die Supply-Kisten. Ich werde das mal eben auschecken. Aber auf der anderen Seite des Gebäudes. Festung aufzuwerten? Vielleicht hier irgendwo oben auf dem Dach her. Wenn ich dann noch höher komme. So. Das sehen wir schon. Ach, da gibt es so ein Schild auch. Habe ich jetzt auch gerade eingesammelt. Vielleicht muss ich bis ganz oben und da wartet immer so mich. Ich werde es mal versuchen einfach. Nein, ich wäre fast runtergefallen. Schauen wir es später an. Ihr seht schon, ich komme mal wieder von meiner Fährte ab hier. Dann sind wir nämlich im Scap-Gebiet. Na, und ihr wisst, die Scaps sind nicht so nett. Solange man nicht rumbounced hier, kriegt man ordentlich ab. Bin gleich schon mal tot hier. So, ein paar HPs. Müssen wir mal kurz den Boss hier suchen. Der ist hier wieder irgendwo. Munition haben wir. Wo ist der Boss hier? Boah, es ist aber. Also, es ist wirklich so, wenn man einmal getroffen wird und halt nicht bounce und stehen bleibt, verliert man so viel Energie. Das ist. Spiel lässt schon mal merken, so okay, beweg dich, sonst hast du echt ein Problem. Was aber das Ganze unterstützt, also man, ihr habt schon gesehen, wenn ich einmal auf dem Boden stehe, nämlich so viel Damage. Da oben ist er. Okay. Da haben wir es. Wow! Muss hier raus. Slime mal direkt weg. Ah, so ein paar Energie-Packs wären auch nicht schlecht jetzt gerade. Ordentlich gefressen hier. Ja.
paar HP ist immer gut. Ein paar ODs hier. Mal die Popper mitnehmen. Aber dann sehen wir zumindest auch was von der Karte, weil die Mission ist halt ziemlich weitläufig. Hier ist irgend so ein Kinderparadies oder sowas. Mit so Pilzen. Ich sehe ein Holo-Schild, das ist natürlich cool. Da haben wir das auch schon mal geholt. Ja, es kommt mir vor, als ob ich in einem Bereich bin hier, wo die Gegner einfach unglaublich stark sind. Das kommt mir echt so vor. Ich werde wahrscheinlich lange erstmal nicht hier hingehen. Da ist er. War noch eine leichte Angelegenheit. Ich hatte keine Munition mehr. Ja, schnell weg mit mir. Ich will hier gar nicht bleiben. Ich hüpfe mir den Weg hier durch quasi. So, hier ist der nächste Punkt. Ich bräuchte auch mal Energie irgendwie. Hier ordentlich kassiert habe ich. Aber das Gute ist hier, battelt die OD mit der High Fidelity. Das ist eigentlich ganz gut für mich. Oder auch nicht. Ich war mega Schaden genommen, ja. Tue ich. Da hinten sind HPs. Boah, ja. Ja, Energie. Ah, sehr schön. Ihr seht schon, die nehmen mega viel Schaden, die Scaps mit der Waffe. Das ist halt nicht so die Scap-Waffe. Das ist eher für die ODs. So. Jetzt haben wir Zeit, uns das Ganze anzugucken. Wo sich hier das nächste Teil verstecken könnte. Ist wahrscheinlich oben drauf, aber ja, da ist es. Also noch eins fehlt uns. Dafür müssen wir wieder nach da. Ja, man muss halt immer gucken, wo man abspringt, damit man irgendwie einen guten Punkt bekommt zum Weitersliden. Und da war halt noch das ganze Geschieße so. Ist halt cool, dass das halt... dass die Auto anvisiert werden, die Gegner, sonst wäre das alles viel zu hektisch. So, wir müssen jetzt da hoch, warum auch immer. Zack. Ich töte dich und schnapp mir deinen Kram. Ach, hier ist der letzte, okay. Hier ist auch ein Handy irgendwie. Ja, die Waffe, die bringt einfach nichts gegen die. Ich werde wieder mega angeschossen. Okay. So, wo ist der letzte Bot hier? Alter. Okay, jetzt zurück zu Floyd. Alles klar, da haben wir alle 6. Mal zurück zur Base. Ist ein bisschen weit weg hier. Probieren wir mal hinzusliden. So. Den nächsten. Dann mal hier lang. Übers Auto. Aufs Dach. Dann machen wir einen Grind hier hin. Dann über die Karre. Ein paar Typen mitnehmen über die Karre hier. Dann machen wir mal einen Slide hier lang. Zack. Und dann geht's hier rüber. Nein, das hat nicht funktioniert.
Okay, jetzt zurück zu Floyd. Oh. Also erst einen Schuh eingesammelt. So, die grünen Kisten sind nicht schlecht. Wollen den Dirty Harry eben nutzen. Wow. Hat er mich erwischt. Oh, die machen aber auch Damage, die Popper, wenn sie dich mal treffen. Ja, auf der Straße rumlaufen bringt einfach kein Glück, ja. Ich würde mal gerne wissen, wo ich den Charakter wieder verändere. Optisch quasi. Okay, jetzt zurück zu Floyd. Vielleicht wird mir das noch gezeigt, wenn ich gleich meinen Jackenteil als Reward für die Mission bekomme. Weil gleich dürfen wir da verteidigen. Denke ich mal. So, das Fass verbessern einmal. Nichts über ein schönes, sauberes Fass. Außer vielleicht eine Fußmassage. Oh, ja, das Word. Ist ja toll. Egal. Viel Spaß mit dem Upgrade, wenn wir einen neuen Amp kochen. Achso, mehr Fasskapazität. Okay, cool. Cool, cool, cool. So, schau mal, wie viel wir hier... Bist du hier mittlerweile ein Döschen gesammelt haben? Ja. 4500. So, hier oben geht's aber eine Hauptmission. Und da sollten wir, glaube ich, eine Jacke, genau. Jacke offen, also Jackett offen als Belohnung bekommen. Dann wird uns wahrscheinlich auch erklärt, wie wir die Klamotten wechseln. Deswegen mache ich das jetzt mal eben. Noch in der Episode. Keine Sorge, Kumpel. Auf mich war er auch schon oft sauer. Ich hab's ja nicht mit Absicht getan. Ich will genauso aus dieser Stadt abhauen wie er. Hey, machen wir Zitronen aus dieser Limonade. Er muss ihn reparieren, oder? Am schwierigsten wird der Propeller. Warum gehst du nicht in den alten Industriebezirk und ziehst dich da um? Okay. Genau, gleich gehen wir dann einen, den TNT-Teddy quasi in, ich glaube, Gold ist dann episch oder so und halt ein neues, Klamottenteil. Mehr Fashion. Man sieht ja, wie modebewusst mein Charakter hier daherkommt. Die Flügel sehen aus wie Klingen. Ich fange in der Crown Blades Fabrik an. Ja. Und da ist Klopapier. Ja, so kommt man ans Klopapier ran. Oder auch nicht. Versuch ein paar Kombos zu kriegen und deinen Stil zu verbessern. Setz die Amps ein. Vertrau mir. Amps sind deine Freunde. Boah, wenn die Papa dich einmal hier haben, dann geht's aber rund hier, ey. Tschu! Ist hier weg. Aber dringend. Was war das denn für ein Ding? Ich bräuchte mal ein paar HPs da drüben. Zack. So, da gibt's Energie, hier gibt's so... Fisco-Boxen. Ich werde mal unsere Mission einfach weiterverfolgen. Da hinten müssen wir hin. Da müssen wir rein. So. Kommen jetzt alle die Straße hier runter. Ich mache halt nicht so viel Damage an den Poppern. So, das ist schon besser, ja. Hier sehe ich die wenigstens alle ankommen. Mal aus der Kanäle gekrabbelt. Ja, jetzt können wir ein paar Döschen einsammeln. Ja. Testen wir meine MP, wenn ich irgendwo draufspringe. Müsste einen Feuerball geben jetzt eigentlich. Oh, jetzt gibt's Feuerbälle, ja. Im Nahkampf. Also ab in die Fabrik.
Oh nein, mit uns. Hey, wer ist da? Er hatte kein Symboldingens über dem Kopf, also wieso... Kein Symboldingens. Okay, gruselige Stimme aus dem Off. Okay, wir müssen ja mal rüber. Oh, ich kann auch schwimmen. Aber wir sterben auch nicht im Wasser, okay? Aber wir verlieren halt Style die ganze Zeit. Okay. Achso, X um zu schwingen, okay? Also mit A anspringen und dann X zum Schwingen. Zack, geht doch. Das gleiche nochmal hier. Vorher auf die Döschen springen hier. Auf die Schlauchboote. Ja. Kann auch drüber sliden. Bringt aber jetzt nicht viel. Aber ich hab's ja drüber geschafft. Von daher passt das ja. Ja, ich hab's noch nicht so ganz mit den Controls. Aber das wird schon kommen. Bleib mir vom Leib! Warte, da draußen ist es gefährlich! Komm zurück! Na, bloß hier, Buddy. Schon hast du Stress an der Bank. Oh. Da geht's jetzt ab hier. Die ODs greifen an. Zack, weg mit an. Wow, das war fantastisch. Ein Geek. Bist du ein Superheld oder sowas? Was? Es ist einfach die Art, wie du dich bewegst, was du tust. Ja, viel Glück, Kleiner. Ich bin Sam. Und da du mich gerettet hast, will ich auch was für dich tun. Nee, außer du weißt, wo ich einen Propeller finde. Ein Propeller? Moment, ich habe eine Idee. Oh, das wird perfekt. Folge mir! Wir müssen hier abhauen. Folge mir. Wir haben wohl keine Wahl, denke ich. Wow, wer ist er denn? Ein Blower, ein Spucker. Oh Mann, was ist das für ein Ding? Gefällt mir gar nicht. Ich kümmere mich darum. Ja, der verspürt so... Da wird wohl nicht nur einer von kommen. Das Ganze erleben wir nur mit Grinden hier. Ja. Feuer mögen die anderen nicht. Zack. Was soll schon passieren? Okay. Oh, dann schnappen wir uns die mal, Jungs. Wow, du bist echt nicht übel. Ja, fantastisch, was man tun kann, wenn man sich nicht ständig in Containern versteckt. So, einmal aufs nächste Geländer. Zack. Vorsicht! Du bist mein Held! Ich... So viele Gefühle. Geh vor, ich folge dir. Oh mein Gott, wir sitzen fest. Wir kommen hier nie raus. Wir werden alle sterben. Oh Gott, du hast recht. Wir werden sterben. Was, wirklich? Da
gucken, wo ich hier lang grinde. Ja. Da kann man einmal rumsliden. Das ist der Plan. Da sind noch ein paar. Das ist genial. Ein Glück, dass du einen Zug steuern kannst. Was? Ich kann keinen Zug steuern. Das ist quasi wieder Verteidigungsmodus hier. Weil wir sonst draufgehen. Na, in dem Fall, ich habe schon über 100 Stunden Eisenbahnsimulator gespielt. Okay. Sie brechen durch die Barrikade. Seh nur, da kommen sie. Jetzt sterben wir wirklich. Nein. Okay, dann müssen wir davon. Oh, das macht nichts. Es gibt Feuerbälle im Nahkampf. Und ein bisschen Energie gesammelt. So einen Slide-Punkt hier suchen. Oh, so ein schönes Viereck hier. So, jetzt haben wir die richtige Waffe ausgewählt. Oh, fliegen die Feuerwehr hier. Okay, hier ist die Barrikade jetzt offen. Wir müssen einmal durch. Okay. Mal sehen, ob ich die Lok starten kann. Du suchst den Zug nach Vorräten und hältst mir die ODs vom Leib. Nein. Zug nach Vorräten suchen. Mal einen Ballon. Was soll das überhaupt bedeuten? So, da sind wir. Keine Ahnung. Bau eine Waffe oder sowas. Oh, okay. Was ist das? Mal sehen, was ich zusammenbauen kann. Das sieht okay. Auf Spielzeug für Terroristen hinaus. Teddybär plus Dynamit. Yay! Neue Waffe. Und explosiv. Ein bisschen wie Schokolade mit Knisterbrause. Okay, ich bin gespannt. Oh ja, das haut rein. Die Waffe haut rein, ich sehe das schon. Das sind TNT-Teddys. Da kannst du halt riesige Massen von Gegnern mit behaken. Ich mag TNT-Teddys. Was schießt denn die verdammte Säule auf mich? Wir müssen direkt weg, die mich hier mit Säule mit behaken. So viel besonders diese teilweise schon alles mehr. Wow. Der hat aber ordentlich Schaden genommen, ja. Sieht doch gut aus, sieht doch gut aus. Jetzt kommt der Train. Wow! Ja? Ich dachte immer, diese Stadt wäre öde! Oh Gott, ich vermisse die Langeweile! Ich nicht! Finde ich eine coole Mission, ja. Einzig ist halt, der Teddy ist halt ziemlich langsam. Muss halt gucken, wo er hinschießt. Okay. Der TNT-Teddy ist down, aber das macht nichts. Wow! Zack, weg ist er. Gesteuert. Ja, stimmt. Ja, das hast du verdammt gut gemacht. Und uns gerettet. Na, so weit würde ich nicht gehen.
Los, unser Unterschlupf ist nur die Straße runter. Das war eine coole Mission. Das heißt, wir gewinnen quasi Buddies im Laufe des Spiels. Die dann bei uns in der Station chillen. Werden mit euch Ortiz. Oder wartet er? Was hast du ganz allein in der Fabrik getrieben? Ach, das Übliche. Nach Vorräten für mich und meine Freunde gesucht. Sie schicken mich raus, weil sie andere wichtige Dinge in der Basis erledigen. Wichtiges Zeug? Und was? Ich bin mir nicht wirklich sicher. Diese Freunde von dir, sind das wirklich Freunde? Das würde ich gerne denken. Wir waren alle Studenten am Oxford West College. Oxford West? Ist das nicht die Schule, wo all die Reichen und Berühmten ihre Kinder hinschicken, wenn sie zum Entzug müssen oder so? Ja, aber es ist eine tolle Schule. Ich habe ein Stipendium. Das einzige Stipendium. Alle anderen mussten zahlen. Ah, wieso bewegt sich mein Mund nicht? Campusangriffen haben es nur ein paar rausgeschafft. Noch eine Sache, bevor wir reingehen. Meine Freunde kommen gerade nicht so gut klar, also sei nett zu ihnen. Wenn wir alle zusammenarbeiten, kriegen wir sicher einen fantastischen Propeller hin. Die Oxfords. Das heißt, das ist eine der Gruppen in dem Spiel. Diese Freunde von dir sind scheiße. Keine schlechten Menschen, nur verwöhnt. Sie wissen nicht, wie sie mit dieser Apokalypse umgehen sollen. Ich könnte sie. Ach, die schreiben nur. Wenn sie mir nur zuhören würden. Vielleicht hilfst du mir, ihnen zu helfen. Du brauchst also einen Life Coach? Ja. Was soll ich als erstes tun, Coach? Schritt 1. Nenn mich nie wieder Coach. Schritt 2, mach das nie wieder. Schritt 3, sehen, was deine Freunde brauchen, um endlich mit der Arbeit am Propeller anzufangen. Hörst du zu diesen Fashion Kids? Meine Freundin Callista verkauft dort Kleider und anderes Zeug. Geh zu ihr, wenn du was zum Umziehen willst. Ah, okay. Keine Angst, neue Dinge auszuprobieren. Man weiß nie, was einem steht, wenn man es nicht anhatte. Mit diesem tiefgeistigen Beitrag, bam, weg bin ich. Okay, ja, hier also kann ich Klamotten changen, Missionen für die Oxfords aufnehmen. Ja, die lümmeln hier so rum. Das ist quasi also die Base von einer der... Fraktion. Und so die Fashion Kids und so. Wir gehen mal Klamotten wechseln. So, da können wir uns anpassen selber, ja. Natürlich cooles. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Und da können wir auch Klamotten wechseln. Mal ein Unterhemd runter. Jetzt mal ein anderes Oberteil hier so. Ich fand das vorhin ziemlich cool mit dem mit den Shirtlagen. Ja. Fand ich doch ziemlich cool. Dieses Oberteil hat sicher einen tollen Charakter. So, jetzt haben wir genau das Jackett von den Oxfords quasi bekommen. Nee, das ist schon nicht so cool. Barkerweste haben wir ja schon. Diesmal nur dunkel. So billig und kitschig. Es steht dir hervorragend. So, ziehen wir eine andere Hose an. Keine Leggings. Anzughose sieht mir auch nicht so cool aus. Dizzy Fizzy Jeans. Auch super bunt. Ja. Motorradhose ist ganz cool eigentlich. Nehmen wir mal die hier. So, Schuhe. Würde ich mal direkt Sneaker auswählen. Und dann nehmen wir die hier. Standard in Schwarz. Körperschmuck wollen wir nicht. Nahkampf, Brechstange oder den Hardcore-Hammer. Den haben wir über einen DLC für die First Edition genommen. Wir nehmen den mal, der sieht ganz cool aus. Ah, jetzt haben wir auch dann unter Spielersets haben wir, können wir Eigensets uns kreieren, die wir später
Und Exonium Set haben wir auch im also im DLC gehabt für die Day One Edition. Das ist dann Ich bin's Fizzy Outfit. Gehen wir nochmal nach Oberteile. Ich gehe auf Seite 1 zurück. Zoome mal raus eben. Ah, ich finde das schon eigentlich ganz cool. Oberbekleidung, die Weste ist halt immer noch am coolsten. Ach Schätzchen, das wirkt so, als ob du dich als Bettler verkleiden wolltest. Oh, eine coole Jeansjacke. So. Das sieht doch gut aus. Schauen wir mal, was sie denn so hat. Unter Kopf, da hat sie Accessoires, hat sie eine Pilotenbrille. Ziemlich cool ist. 1500, die sind immer ziemlich teuer, die Sachen. Fangzahnmaske ist cool, ja. Kopfhörer gibt's auch dann zum Aufsetzen. Schöne Einhornmütze. Sieht doch sehr cool aus. So eine Cap. Dann so ein Turban. Ist aber teilweise recht teuer. Oberteile, schauen wir mal. Unterwäsche. Bikini-Oberteil, ja. So, das ist Longsleeve. Aber da gibt's schon eine Menge. Anzughemd. Dann noch ein paar Vans-Shirts quasi. Ah, hier gibt's echt eine Menge. Also man kann schon die Charaktere wirklich, wie man Lust hat, dann verändern. Was ja echt cool ist. Da gibt's ja Weste, dann Jacken, Blumenkränze, Federboa, Fellweste, auch ganz cool. Ja, so einen guten Schal hier, so einen schicken. Oder eine Schlange um den Hals. Handschuhe, da gibt's eine Uhr. Oder halt so coole Auto-Handschuhe mit so Ringen dran. Oder Boxhandschuhe, ist auch geil. Ja, da kann man auf jeden Fall eine Menge kaufen. Auch bei den Hosen wieder ohne Ende. Ich muss auch sagen, ich finde die Jeans eigentlich echt cool. Die ist echt cool, ey. Känguru-Tasche. Ja, sie haben schon coole Sachen. Auch bei den Schuhen wieder. Ein paar Converse quasi. Da haben wir die in verschiedenen Farben. Erstmal kaufen wir nichts. Baseballschläger kann man hier noch holen. Und bei Outfits gibt es ein Oxford-Outfit. Mit dem Nashorn und der Federboa. Aber bleiben wir erstmal so. So, da haben wir unser neues Outfit, ja. Kleines Goodie hinten dran. Passt, finde ich, ganz gut. So, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. War eine ziemlich lange Episode. Aber wir sind noch ganz neu im Spiel. Das war Inside Game with Me. Mein Name ist Pat. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt Sunset Overdrive. Bye.